Begegnung belebt, das ist das Motto hier im Kloster Volkenroda. Und ich freue mich sehr, dass es heute auch zu so einer Begegnung kommt. Denn zu Gast ist heute bei mir Torben Schmidt von der Kreativen Kirche. Hi. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Warum seid ihr eigentlich gerade hier? Fang doch mal direkt an. Ja, wir sind hier an diesem wunderschönen Ort, weil wir unsere Wohnzimmergottesdienstfreizeit hier machen. Das machen wir zum dritten Mal und wir sind mit einer Gruppe von 60 Leuten hier, die aus ganz Deutschland zusammenkommt und sagt, okay, wir wollen hier ein Wochenende gemeinsam verbringen, auftanken, geistlichen Input haben, Gemeinschaft erleben und das war bis jetzt eine richtig tolle Zeit hier. Wohnzimmergottesdienste, sagst du? Mhm. Kannst du nochmal erklären, was ist das genau? Warum heißt das so? Warum müsst ihr euch hier treffen? Oder? Warum im Wohnzimmer? Ja, genau. Ja, also es hat während Corona gestartet und wir haben einen Online-Gottesdienst gestartet und feiern jeden zweiten Sonntag miteinander Gottesdienst, aber eben auf YouTube und vom Wohnzimmer aus, vom eigenen Sofa aus eben. Wir haben uns gesagt, ja, es braucht die Orte, wo wirklich Gemeinde und Gemeinschaft gelebt werden kann, aber diese Orte haben sich etwas verändert und deswegen braucht es auch gute digitale Angebote, wo wir Glauben miteinander leben und Gottesdienst miteinander feiern können. Deswegen haben wir den Wohnzimmergottesdienst. Wie klappt das denn mit der Gemeinschaft, wenn man sich das ganze Jahr über nur über YouTube sieht oder nur chatten kann? Ja, das klappt erstaunlich gut. Also man merkt tatsächlich, wenn wir uns dann treffen, wir treffen uns in der Regel zweimal im Jahr, einmal einen ganzen Tag in Witten und einmal ein Wochenende hier. Und man merkt sofort, okay, wir haben etwas gemeinsam. Wir haben das Jahr über etwas gemeinsam erlebt, wir haben miteinander Gottesdienst gefeiert, wir fühlen uns einander verbunden und das merkt man sofort in den Gesprächen, man kommt total gut in Kontakt mit den Leuten und da muss man aber auch sagen, ja klar, also in diesen Zwischenzeiten, wir schreiben miteinander, es gibt natürlich Kommentare und darauf antworten wir und reagieren wir, aber der Kontakt während dieser Zeit ist natürlich dann begrenzt. Was genau ist deine Aufgabe bei den Wohnzimmergottesdiensten? Ja, ich bin Pastor bei der Kreativen Kirche und vor allem für die Gemeinde vor Ort in Witten zuständig und dann eben aber auch für die Wohnzimmergottesdienste und da ist meine Aufgabe zu moderieren, zu predigen und dann auch bei unserem Podcast-Format auf dem Kaffee dann mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wer trägt das oder wer finanziert das? Ich denke, da entstehen ja auch Kosten. Ja, klar. Also das trägt die Stiftung Kreative Kirche in Witten. Gleichzeitig sind wir darauf angewiesen auch, dass viele Menschen spenden und da sind wir total dankbar, dass das und diese Arbeit überhaupt so möglich ist. Und als kreative Kirche haben wir es uns so zur Aufgabe gemacht, eigentlich ja eine erneuerte Kirche irgendwie zu bauen und daran mitzuwirken. Wir wollen Menschen tolle Erlebnisse ermöglichen in Gemeinschaft mit Musik und vor allem mit Gott. Und dieser Wohnzimmergottesdienst ist eben ein Baustein auf diesem Weg, das zu tun. Ja, und was sind die anderen Bausteine? Wir machen relativ viel Musicals und Events. Wir machen den Gospelkirchentag, Konzerte, Veranstaltungen, den Spirit-Kongress und Gottesdienste vor Ort in Witten. Da haben wir eine ganze Palette von Formaten, die wir da bedienen. Wie viele Menschen können dann vor Ort da sein? Weil ich habe es jetzt so verstanden, dass die Mitglieder der Wohnzimmerkirche über ganz Deutschland oder noch weiter hinaus verteilt sind. Und wie viele davon können denn regelmäßig nach Witten kommen? Also es sind tatsächlich unterschiedliche Formate. Der Wohnzimmergottesdienst wird wirklich auf YouTube gefeiert. Und vor Ort in Witten haben wir nochmal andere Gottesdienstformate. Und da sind ja zwischen 80 und 200 Leuten, die uns da besuchen. Oder beim Himmelwärts, da sind wir in der Stadthalle quasi und da kommen dann doch nochmal ein paar mehr Leute, da haben wir dann mehr Platz. Magst du mal ein Erlebnis erzählen, das dich besonders beeindruckt hat bei Wohnzimmergottesdiensten? Also irgendwas, wo du sagst, dafür lohnt es sich, das zu machen. Ich würde sagen, das war mein erster Community-Tag, wo mir das nochmal deutlich geworden ist. Community-Tag sind diese Tage, wo wir einen Tag in Witten miteinander verbringen. Und da ist mir das so richtig deutlich geworden, wie Menschen das auch bewegt. Ja, und man sieht immer die Kamera, aber dann mal zu sehen, da sind Menschen dahinter. Und da hatte ich ganz bewegende Gespräche von Menschen, die mir erzählt haben, wie viel ihnen das bedeutet hat, gerade in der Corona-Zeit, dass es da ein Angebot gab, wo es die Möglichkeit gab, Gottesdienst zu feiern, Predigten zu hören, Musik zu hören, Lobpreis zu machen. Genau. Und das zum ersten Mal so mitzuerleben und die Menschen, mit denen man ja im Grunde die ganze Zeit schon unterwegs ist, dann mal wirklich live zu sehen, das war sehr bewegend. Ja. Warum kommt ihr gerade nach Volkenroda?
Was macht für euch diesen Ort hier aus? Das interessiert mich als Klosterpfarrer ja, natürlich auch. Weil ihr hättet ja auch viele andere Möglichkeiten, wo ihr hingehen könnt. Stimmt. Aber ihr kommt nach Volkenroda. Was ist der Grund, dass es euch gerade hierher zieht? Es ist für uns wirklich der ideale Ort. Also es ist wunderschön. Die Umgebung drumherum ist der Hammer. Wir machen jedes Mal eine Wanderung und genießen die Natur hier. Und merken aber auch, dass... Ja klar, es sind tolle Räume und wunderschöne Räumlichkeiten, toll alles irgendwie renoviert und diese Mischung aus Alten und Neuen kommt hier super zusammen. Aber was das für mich vor allem ausmacht, ist, dass hier wirklich auch es ist ein Ort mit einer geistlichen Qualität auch. Ja, also man kommt hierher und es ist ein idealer Ort zum Auftanken. Wir nehmen auch gerne teil an den Gebeten hier im Haus, an den Gottesdiensten hier im Haus. Ja, und ich finde, man spürt einfach, dass es hier eine ganz besondere Atmosphäre auch ist. Und danke dafür, dass ihr das hier so uns als Gastgeber hier empfangt. Ja. Die Gruppen, die bei uns zu Gast sind, die machen ja auch die Atmosphäre aus, die dann hier im Kloster herrscht. Vielen Dank, dass du bereit warst, hier ein bisschen Auskunft zu geben. Sehr gerne. Und dann lass uns gleich zusammen feiern. Alles klar. Ja. Dann bis gleich. Tschüss. Ciao.